Feldzug. So. Da ist einer mit 97, den müssen wir ausweichen. Gut. Taisa, Meriga. Reicher. Also, du bist da oben. Das suchende Neldera. Ja, ich schließe mich an. Hast du einen Auftrag? Oh. Sorry. Ich wollte die Quest eigentlich nicht beenden. Ich wollte eine neue Quest haben. Okay, dann halt nochmals. Oh je. Oh, Taisa mit so wenig Truppen doch nicht angreifen. Hau ab. So, also nochmals. Ich will doch den Feldzug mitmachen. So. Jetzt hier schauen. Das ist auch alles billig. So sind die Sachen so billig. Okay, Maldera kam raus. Du musst jetzt nicht in der Stadt bleiben. Du musst rauskommen. Von Batzig. Wo ist denn Batzig? Ah, da oben. Komm raus. Was ist denn der? Kann ich nicht anvisieren. Karask ist hier. Oh, nicht schon wieder Nacht werden. Ja, ja, Massen. Dann nimm du Massen. Mal ein paar Sachen befördern. So. Und jetzt leckt es. Geht jetzt endlich los, was ist jetzt? Tismir wurde von Jarl Turego. Oh mein Gott. So geht ihr auf mich und wieso beschützt niemand mein Dorf? Ich bin gerade im Krieg. Los muss doch das Sehen von Ding aus. In dieser Stadt dort hinten. Kudan, ja genau. Kommt jetzt, beginnt endlich mit dem Krieg, sonst verlieren wir den Krieg. Merigas, Karak, Reichas, Harish, Meriga. Großer Feindtrupp in der Nähe von Ryuma. So, beendet endlich den Krieg gegen die Nords. Hey Gott, oh Gott. Was ist jetzt? Hallo, kommst du nicht raus? Oh mein Gott, jetzt kommt hier noch einer durch. Ja, sorry, aber dich kann ich jetzt nicht retten. Hallo, nicht mal euer Verbündete. Könnt ihr retten? Ja, toll. Hau doch ab. Ja, genau. Oh mein Gott, jetzt kommt schon wieder ein so ein
kleiner Trupp und will gegen einen 70-Mann-Trupp kämpfen. Nein, ich will meine besten Soldaten nicht verlieren. Ich greife nicht an. Könnte ich vergessen. Ja, jetzt kommt ihr ja endlich. Das seid ihr ja. Greift sie an. Hopp. Greift sie an. Okay, dann. Ah, du bist... Ihr seid so Idioten. Jetzt lasst ihr ihn gehen. Okay. Dummheit, es tut weh. Die Dummheit tut weh. Und was muss ich jetzt machen? Einfach nur laufen die ganze Zeit. Das ist langweilig. Da mal was passiert. Es passiert nichts, es passiert nichts. Nur blödes Warten. Langweiliges Warten. Ihr seid so scheiße. Ihr seid so scheiße. La 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 la. Okay. Cooler Feldzug. Ich bin wirklich begeistert. Nicht mal die Banditen können die angreifen. Okay, dann geht die halt wieder zurück. Oh je. Ja, wo geht ihr jetzt hin? Oh, ihr geht in die falsche Richtung. Quest verendet. Okay. Stufe 14. Da mache ich einfach mal Handel. Aber hier auf Intelligenz. So, damit wir zwei Handel haben, das ist sehr wichtig. Jetzt könnten wir hier Stangenwaffen aufleveln, so. Und es leckt natürlich. So, Naldera, hast du wenigstens einen Auftrag für mich? Nein, natürlich nicht. Dann gehen wir jetzt nach... Ja, gehen wir in die Stadt da vorne. Rivachik. Ah ja, wir haben noch einen zum Befördern. Der ist hier, der Lisalit. Ja, was willst du, hm? Kerlchen. So, ein Schild und ja, Schwert reicht, so. Fertigkeiten, was hast denn du so für Ausbilder hast du? Stärke, Eisenschwarte. Dann gehen wir weiter. Wir gehen kurz das Banditenlager dort ausplündern. Gelage in Rejadin. Schon wieder. Nein. Also wenn du denn
Ding nicht gibt's die Quest, dann schaue ich mein Burg Boluca nach. Ah, der ist da. Zusammenarbeit, okay. Also dann plündern wir sie halt ohne Quest. Und los. Ah, ich nehme jetzt ein bisschen länger auf, weil ja das Game ja immer wieder abstürzt und so. Und da Fraps momentan auch gut aufnimmt, kann ich auch unter Trost aufnehmen. So, jetzt kommt eine Axt geflogen. Aber ich weiche natürlich alles aus. Und da finden sie noch ein paar. Da ist nur einer. Gehen wir zuerst dorthin. Oder wir gehen dort, na, wir gehen zuerst dorthin. Wir sind ja um einiges schneller als die. Ja, okay. Nicht ganz, aber wir haben auch noch nicht viele Punkte reingesetzt in Beweglichkeit. Und da ist noch einer. Eigentlich sollte doch das so sein, dass so schön kaputt geht, wenn man mit voller Wucht auf den auf das Schild trifft. Aua. Mein Ohr ist eingelitzt. Es tut weh. Wenn dieses Headset so einfach unbequem ist und alles mögliche, nur schlecht. Das Headset hat nur schlechte Sachen. Das war so ein Billig-Headset aus von Pearl, glaube ich, ja. Und natürlich ist es auch nicht gut. Aber man sollte auch nicht zu teure kaufen. 100 Euro reichen. Teurere nützen nichts. Die sind meistens noch schlechter als die mittelmäßigen. Da muss man aufpassen. Und der Windfeld, das hätte sie einfach wieder zurückgegeben. Und wenn das nicht geht, schlagt sie dem Verkäufer einfach eins auf den Kopf.